Nichts von ihr zu sehen. Sicher, dass sie kommt? Sie wird kommen. Wenn sie davonkommt, töte ich jeden, den sie am Leben lässt. Verstanden? Klar und deutlich. Alles klar. Zurück, immer noch in Marokko. Wir spielen Kate Archer und mit wir meine ich mich, den Sebastian, und mich, den Daniel. So, diesmal steuere ich, also den Sebastian, und wir müssen mal gucken. Da hinten steht schon wieder so ein böser Bruder. Ja, und rechts brennt ein Fass. Guck mal erstmal rechts, ob da irgendjemand anders noch steht. Okay. Ja, machen wir erstmal den am Auto alle. Da gibt's doch... Also die Steuerung habe ich leider nicht genossen. Genau. Alle stehen beieinander. Guck mal, einer mit Brille und einer ohne. Oder wie es eher aussieht, einer mit Sprung in der Brille und... Der hat uns sofort entdeckt. Ja. Na, so. Was? Ah, okay. Ach, der hat überlebt. So. Alles klar. Guck mal noch hinter dir, ob da irgendwie am Tor irgendwas liegt oder so. Na, warte. Reload? Ah, H ist Waffe verstecken. Ja. Also Halfter. Da wird dann immer das letzte genommen. Achso, weil ich eigentlich... Du hast, glaube ich, eins gesehen als Kantenschlag. Steuerung ist die Munition wechseln. Und okay. E ist Und Shift sind die ganzen anderen Sachen. Okay. Ja, genau. Und klicken ist dann erstmal bestätigen. Das ist ganz wichtig. Das wird nicht sofort durchgescrollt, sondern einzeln auswählbar. So! Ja, wir haben Dimitri Wie heißt der, Dimitri? Ich glaube schon. Den Herrn Volkov auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ob wir es verfolgt haben. Auf jeden Fall sind wir irgendwie hinterhergefahren. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob wir wissen, dass jetzt der Botschafter hin ist. Ich glaube nicht. Ah, die haben keine Munition dabei. Kann man ins Auto steigen? Liegt hier irgendwie Unterlagen oder so? Nee, ne? Ich kann nicht rein, ich kann nur die Türen öffnen. Sehr nett. Ich muss aus dem Weg gehen. Genau. Okay, ja, alles klar. Ach, schönes Licht. Hier müssen wir extrem aufpassen vor irgendwelchen Leuten. Das sieht jetzt erstmal ja ganz normal aus. Gibt es hier irgendwelche Rettungstürme? Ich wollte mal kurz gucken. Steuerung. Ich meine, ich weiß es halt nicht mehr, ob es hier vielleicht irgendwie eine Ausatmentaste gibt. Das hatten wir schon letzte Mal gefragt, aber ich meine... Was ist das? Seitenschritt? Halt links. Aha. Kriechen C. Umdrehen Rücktaste. Feuern, Objekt benutzen, Waffe nachladen. Nächste Funktion, nächste Waffe. Machen wir einfach Inventar. Hochsehen, runtersehen. Sich zentrieren, Ende. Ende? Aha. Das gehen wir noch einen weiter runter. Okay. Ah, gab's da noch was? Ja, klar. Tatsache. Status, Tab, Stopp. Tab, Alter. Blitzlicht. Ja, okay. Das sind dann halt Sprechen und Team-Dings sind für Multiplayer. Mach mal Rücktaste. Wow, das geht schnell. Boah, so, warte. Jetzt mach ich mal kurz hier Zoom. Nee, das ist... Ja, da wird einfach nur 90 Grad. Ja, ja, okay. Gehen wir einfach mal weiter. Schade, ich dachte, es gibt irgendwie so eine Ausatmen, aber die zittert halt immer so. Okay, ist halt vielleicht ansatzweise nicht schwierig. Was ich jetzt nochmal gucken wollte. Das hat ja gar keine Funktion eigentlich. Mit links. Ich dachte, man lehnt sich dann jetzt so schön rüber. Das wäre natürlich sinnvoll. Man muss vorsichtig. Alle weg. Sehr verdächtig. Das ist, glaube ich, so eine typische No One Lives Forever Geschichte. Dass man teilweise sehr lange Wege hat, die erstmal zu dem eigentlichen Gebäude hinführen. Das war doof. Nimm deine Knarre. Zwei. Ah, da ist er.
Hä? Okay. Ja, nachträglich gemerkt. Lass doch was. Okay. Mach mal halt den Rambo. Ich muss mir erstmal so ein bisschen auch an die, Duck dich, C. Ah, das ist cool. Kommt direkt Verstärkung. Wir wissen genau, wo wir sind. Es ist die Frage, ob der nur umgekippt ist oder ob der jetzt wirklich tot ist. Oder ob das... Ich glaube, das war nur einer. Das ist bestimmt so ein Skript gewesen. Also egal, ob wir da jetzt die Leute abgekillt haben oder nicht. Ah, diese Sichtweite. Wie die Sichtweite, wie die Sichtweite einfach mal weiter ist, wenn man nicht dran zoomt. Ja. Oh, ein Unity-Munitionspack. Oh. Ah, okay. Jetzt hat dein Feuer meinen Gag versaut. Ein Unity-Munitionspack im Harm-Dings. Ja, sowieso das Geilste, wo überall Harm. An öffentlichen Plätzen einfach mal, ja, zum einen Harm und zum anderen halt allgemein irgendwelche Geheimdokumente. Ja. Aber an dem zählt schon, nee, ne? Da. An stellvertretenden Direktor Cotswold. Mit diesem Memo möchte ich Sie darauf hinweisen, dass der Gebäudeservice meine mehrmaligen Briefe zum Thema Ungezieferbefall von Einrichtung Nummer 45929 über den unbenutzten Kanal ignoriert hat. Betrachten Sie dies hier bitte als formale Anfrage für Prügelstrafe. Am liebsten öffentlich, für alle betroffenen Parteien sowie für die Rückhaltung von Gehaltszahlungen, wobei die Höhe selbstverständlich durch Sie festgelegt wird. Und zwar so lange, bis die Situation geklärt ist. Danke. Ah, einfach nur herrlich, ey. Das ist super geil. Was für banale Probleme die alle haben. Ja, diese Struktur. Also, ich finde das allgemein. Ich glaube, kein einziges Spiel, was ich kenne, bereitet quasi dieses Agententhema, so wie so eine Agentenorganisation teilweise funktioniert. So genial auch wie No One Lives Forever und auch so witzig. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Wikipedia-Artikel noch aktuell ist, aber das ist, glaube ich, so ziemlich das einzige oder erste, wenn es noch aktuell ist, das einzige Spiel, was, glaube ich, von einer Computerbildspiele die Höchstwertung bekommen hat, also die bis dato höchst vergebene Wertung. Damals, ja. Da, ich weiß nicht, ob es noch immer so ist. Das kann ja sein, dass da den Artikel seit Jahren keiner mehr gepflegt hat. Aber es wird auf jeden Fall noch sehr stylisch. Und sehr 60er-mäßig in puncto Einrichtung und Terroristenorganisation, Geheimbasen. So ja. In der Richtung. Es ist einfach. Es wird noch schön wie in den alten Bond-Filmen und so. Diese Mischung aus Bond und Austin Powers. Also echt. Ja. So, hier ist irgendwie ein Minenfeld oder irgendwie was. Gefahr. Da ist aber ein Zettel. Und ein Bus. Oh. Ja, da müsst ihr F6 mach mal. Guck mal auch ab und zu rechts, weil rechts geht's weiter. Achtung an alle Harm-Mitarbeiter. Auch wenn das verlockend erscheint, versuchen Sie nicht, das Minenfeld ohne Einsatz eines Minendetektors zu überqueren. Ansonsten werden Sie sich wahrscheinlich nur in die Luft jagen und uns damit zwingen, einen Ersatz für Sie zu finden, was ein teurer, zeitraubender Prozess ist, den ich gern vermeiden möchte. Sollten Sie dennoch überleben, werde ich Sie persönlich umbringen. Dimitri Volkov. Speichern wir nochmal ab. Jetzt ist die Frage... Das ist, glaube ich, wieder so eine Geschichte, dass man die Mission mit anderen Gadgets nochmal machen könnte. Ja. Nichts passiert. Okay, ja, müssen wir erstmal so hinnehmen. Mhm. So. Dieses Level-Design. Herrlich. Oh, der lecker Wolken. Der lecker Berge. Oh. Ah, das ist, glaube ich, das, wo der Volkov, glaube ich, stand. In der Sequenz. Und den Küste lebend erreichen. Ah. Okay. Abspeichern nochmal. So, wen haben wir denn hier? Lieber einmal zu viel als zu wenig speichern, lautet bei solchen Spielen immer die Devise.
Okay. Nicht mal eine Wache. Wir haben ja gespeichert. Wir können ja hier erstmal gucken. Warten, bis einer auf uns schießt. Da, ich glaube, da geht's rein später. Da müssen wir am besten erstmal umgehen. Weil der Geheimgang ins Innere ist einfach mal nicht bewacht. Nicht bewacht und vor allem total offensichtlich. Okay. Okay, jetzt hier links am Gebäude irgendwie. Ich wollte sagen, was ist denn das da? Das ist ein Pfosten. Zimmerservice. Hallo. Na? Getränke? Ah, schade. Hä? Moment, war das hier nur eine Mauer? Kulisse. Okay. Guck mal, hier, der Balkon selber, geh mal runter, besteht auch nur aus... Ah ne, okay. Das sah aus, als ob diese geraden Wände da unterhalb des Gitters einfach nur Textur, da gibt es aber noch eine untere Kante. Ja. Okay, ich dachte mal. So, hier liegt auch nichts rum, keine Dokumente. Hallo, Zalando Schuhservice. Okay. Die Lichter, ja, dann gehen wir mal rein. Durch den Tunnel. So. Das sieht nach Wasser aus. Gut. Ich weiß noch gar nicht, wie man... Leertaste. Er muss erneut drücken, sozusagen. Und nicht. Ach du Scheiße, okay. Was ist, wenn du hier links irgendwie rumguckst? Liegt hier irgendwie was? Hat hier jemand geheime Unterlagen versteckt? Gefällt mir jetzt schon mal so geil hier. So total der offensichtliche Eingang. Ja. Okay. So. Das... Oh. Wow. Auch wie wir unter Wasser ganz normal die Waffe halten. Lass mich raus! So. Ey, das ist super cool. Nur, guck mal ein bisschen diagonaler nach oben immer. Dann kommt dieses Wupp-Wupp. Ah, endlich. Endlich ordentliche Waffen. So. Und Alarm ausgelöst. Ich höre keinen Alarm. Nein, aber weil wir jetzt so laut sind. Ich frage mich, wozu ist jetzt diese Anlegestelle da, die nur 3 Meter geht? Ja. Aber... Ich find's cool. Auch wie hier die Strömung ist und warum. Ja, war damals alles nicht so ganz hundertprozentig. Hauptsache es ist cool. Wie ducke ich mich? C. Ich höre hier nämlich Schritte. Über uns, ne? Wir haben einfach hier die Zahlen. Ja, warte. Ah, hier ist G. Nee. Was willst du machen? Doch. Gehen. Aha! Jetzt habe ich mich aber erschreckt. ich wollte umschalten zu gehen. Ich wusste nicht, dass man einfach nur Feststelltaste gedrückt halten muss. Oh ja, Stun. Megamäßig geil. Bam. 100 Punkte. Guck mal, rechts sind noch die Patronenhülsen. In der Ecke links. Ja. Das hat übrigens keiner bemerkt. Ja. Weil wenn der Typ jetzt 3 Ecken weiter, den wir jetzt gerade geschossen haben, das noch nicht mal bemerkt hat. Hey! Was? Nichts! Wollte mich nur vergewissern, dass du noch wach bist. Nummer 2. Nichts! Was? Ah. Ja, okay. Ah, komm, lass uns laden, das können wir besser. Das können wir besser, ja. Ah, ja, genau. Hey! Was? Nichts! Wollte mich nur vergewissern, dass du noch wach bist. Oh. Ja, so macht man das. First try. Oh.
Wie viel von diesen Leichenverschwindungsdings haben wir eigentlich dabei? Guck mal, da ist die Aktentasche. Enthält Teil 27b des CT-180 ein Spachtel und eine Flasche Sonnenöl. Gut. Da geht's da durch. Room Service! Munition wechseln? Nee. Steuerung. Das ist echt doof, ey. Handtaschen? Mhm. Hallo, na? Der Elektriker. Okay. Ah, wir sind jetzt unterhalb dieses komischen Kuppeldings. Ah, ich gehe jetzt mal mit. Gibt's nur für diesen Balkon das Ding. Unter uns war auch noch irgendwie eine Sache. Ich weiß nicht, ob wir zuerst zurückgehen sollten. Es sieht nämlich hier aus, als ob es hier weitergeht. Hier. Jump, jump. Oh, Innenhof. Ah, dann weiß ich auch nicht, ob wir lieber oben lang gehen sollten. Ah ja. Oh, da oben stand einer. Hier hagelt's Blut. So schlecht. Schnell gucken, ob die. Wo kommen die alle her? Wir können auch noch laden. Ja, komm. Das können wir besser. So. Also. Ja. Okay, also. Wer ist da? Oh, hab mich wohl verhört. Deine Munition? Deine Munition? Ja, ich nehm die auch erstmal. Okay, ja, komm, lass erstmal oben gehen. Aber von da aus kriegt man es wahrscheinlich ein bisschen besser hin. Ich glaube trotzdem, wir sollten nochmal unten lang gehen. Außerdem ist ein Schiff. Soll mir Mr. Volkov Bescheid sagen? Okay, hat geklappt. Okay. Ah, okay. Warten, warten, okay. Scheiß auf die Leichen, die lassen wir einfach mal liegen. Hinter uns ging es aber auch noch lang. Ja, ja. Ist halt baufällig hier, oder was? Ja gut, was willst du? Was willst du machen? Ich gehe jetzt hier extra mal sehr langsam. Hier ist ein Wasserbecken. Zur rituellen Reinigung vor dem Gebet. Komm, jetzt gehen wir mal kurz zurück. Speichern, genau. Und säubern alles irgendwie. Was würde Link tun? Alle Pötte zauen. Etwas gehört. Nein, alles in Ordnung. Wer ist da? Niemand. Geh einfach mal wieder weg. Vielleicht müssen wir nachher irgendwas machen. Das sieht ja nach einem Fußball aus. Nichts. Okay, jetzt sind wir hier auf dem Platz und wären hier von der anderen Stelle rausgekommen. Ja. Da waren wir vorher oben in dem Gang, links oben, ja, in diesen Fenstern. Das ist jetzt die Frage. Was machst du hier? Würdest du nicht das vordere Tor beobachten? Aber keine Kippe mehr. Keine Kippe mehr? Hallo? Dein Gesicht, du hast deine Position verlassen. Ah! Wunderbar. Ein Hoch auf die Hitbox.